Herzlich willkommen beim Podcast zum Lichtvertrauen. Mein Name ist Lesileila Zaug und das ist mein Lichtmops Kela. Was tust du für deinen Körper? Vielleicht sagst du, ja, sehr viel. Ich bin ein extrem sportlicher Mensch. Schau auf meine Ernährung. Hey, cool. Dazu musste ich persönlich mich zuerst entwickeln. Aber es gibt noch ein paar andere Aspekte, wenn es darum geht, etwas für seinen Körper zu tun. Aus meiner Sicht spreche ich da einerseits natürlich von Bewegung, von der Ernährung, von Körperpflege und das ist für mich ein ganz essentieller Punkt, die Liebe zu deinem Körper. So ist etwas zur Bewegung. Ich habe vorher gesagt, ja, zur Sportlichkeit musste ich zuerst kommen. Ich muss manchmal schmunzeln, die Leute sagen zu mir, ja, du bist ja sehr sportlich und so, was du alles tust. Heute war ich zum Beispiel im Yoga, aber ich muss ehrlich gestehen, in mir drin bin ich noch immer nicht ein sportlicher Typ. Ich habe es schätzen gelernt, meinen Körper zu bewegen. Ich habe es gelernt, zu lieben, etwas Gutes zu tun für meinen Körper. Und ich gehe auch gerne in diese Stunden ins Pilates, ins Yoga oder mit dem Hund spazieren natürlich. Oder wandern. Mache ich gerne. Aber viele Dinge würde ich jetzt nicht tun, wenn mir nicht sehr bewusst geworden wäre, im Laufe meines Prozesses, dass das einfach sehr wichtig ist für meinen Körper. Also würde ich persönlich mich nicht als sportlich bezeichnen. Eher von der faulen Sorte. Aber ich bin ein Vernunftsmensch. Heißt, ich habe gelernt, dass es vernünftig ist, solche Dinge zu tun. Und da ich ja auch anrege, alle Dinge zu lieben, die wir tun, habe ich auch gelernt, sportliche Aktivitäten zu lieben. Das ist mal die Bewegung. Also wenn du da noch nicht so viel tust, hör mal in dich rein. Ich meine, es muss ja nicht jeder gleich Marathons rennen oder so. Für mich, ich habe meine sportlichen Aktivitäten für den Moment gefunden. Früher war es Tai Chi, dann bin ich zum Pilates gelangt, das mache ich noch immer, aber jetzt mache ich auch noch Yoga dazu. Das ist schon eine schöne Ergänzung. Aber das ist sehr individuell. Was macht dir Freude? Früher bin ich auch extrem viel geschwommen zum Beispiel, das mache ich heute nicht mehr. Es ist einfach eine Frage, was macht dir denn irgendwie auch Freude? In welchem Element bist du gerne? Und in der Natur zu sein und dich dort zu bewegen, ist sowieso immer eine absolut geniale Sache. Kann ich also nur ans Herz legen. Und ich darf das natürlich täglich tun, dank unserer Kela. Genau. Dann die Ernährung. Der zweite Punkt. Ernährung. Das ist auch etwas extrem Individuelles. Ich möchte dir nicht sagen, wie du dich ernähren sollst. Das sagt dir nämlich dein Körper. Wenn du beginnst, dich darauf zu achten, wie dein Körper reagiert auf die Nahrung, die du dir zuführst, wirst du selbst merken, was tut mir gut und was eben weniger. Ich hatte da wirklich einen relativ langen Prozess, wo ich Stück für Stück mein Essensverhalten angepasst habe. Und ich denke, auch dich wird die geistige Welt dazu führen, falls du noch nicht an diesem Punkt bist, dass du nur noch die Dinge zu dir nimmst, die deinem Körper auch wirklich dienen. Was aus meiner Sicht eigentlich Grundvoraussetzung ist,
die Qualität der Lebensmittel, die du zu dir nimmst. Ich persönlich denke, das Beste ist natürlich aus dem eigenen Garten und dann biologisch angebaut und so weiter. Ist nicht für jeden möglich. Ich glaube einfach, versuche möglichst natürliche Dinge zu essen. Möglichst reine Dinge. Möglichst ohne Chemie, möglichst unbehandelt, möglichst wenig verarbeitet. Also keine Fertiglasagne. Die habe ich als Kind geliebt. Aber ich hatte als Kind auch massive körperliche Probleme. Und heute finde ich meine eigene Lasagne, ehrlich gesagt, viel besser. Aber Fertigprodukte sind halt eben convenient. Es gibt diesen Begriff Convenience Food, oder? Das geht dann so schnell. Ich bin jetzt auch nicht die Person, die da wahnsinnig lange in der Küche rumsteht. Diese Zeit nehme ich mir nicht. Ich mache einfache Gerichte. Ja, das gibt es ja heute im Internet zu Tausenden. Wirklich einfache Rezepte, die relativ schnell gehen. Ich bin auch nicht der Typ, der wahnsinnig viele Zutaten verwendet. Da, je weniger, desto besser für mich. Ich habe da auch ein paar Kräuter aus dem Wald oder aus dem Garten, die ich dazu verwende und, und. Aber das wirst du selbst merken, was dir gut tut. Ich denke einfach, es gibt immer eine Lösung für sich, möglichst frisch zu kochen, sich möglichst frisch zu ernähren, egal wie beschäftigt man ist. Das möchte ich dir einfach auch mitgeben. Falls du das Gefühl haben solltest, ja, ich bin so eingespannt, ich kann das nicht. Es gibt wirklich auch ganz tolle Webseiten, wo man Ideen bekommt, was man zum Beispiel mitnehmen kann zur Arbeit, das dann auch wirklich dir gut tut. Und nicht so auf die Schnelle, husch, husch. Das ist natürlich das andere, oder? Schnell essen, das ist auch nicht so förderlich, muss ich sagen. Ich proklamiere, ich empfehle das achtsame Essen. Hat für mich auch eine Weile gedauert, bis ich das konnte, gebe ich zu. Aber achtsames Essen hat auch zur Folge, dass man eben wahrnimmt, was man wirklich mag. Ich habe festgestellt, dass ich gewisse Dinge nur gemocht habe, gerne gegessen habe, wenn ich sie schnell gegessen habe. Wenn ich sie langsam esse, finde ich sie plötzlich nicht mehr so gut. Und ich spüre dann auch gleich, was mein Bauch dazu sagt. Einfach als kleine Inspiration mal versuchen, dein Essen möglichst langsam zu dir zu nehmen und zu schauen, ob sich dann etwas bei dir verändert in der Wahrnehmung deines Essens. Auch wenn du schon eine, sagen wir mal, gute Ernährung hast, vielleicht findest du dann doch noch heraus, dass du gewisse Dinge eigentlich gar nicht so richtig magst. Und dann sind das vermutlich auch die Dinge, die nicht so förderlich sind für deinen Körper. Es gibt ja so eine Riesenauswahl an Zutaten, da wirst du bestimmt Dinge finden, die du magst und die dir auch gut tun. Ja, viele, viele Dinge habe ich früher gedacht, ich mag sie. War aber eine Illusion meines Verstandes, ehrlich gesagt. Unser Verstand, unser Ego, der Mensch in uns, ja, der ist halt auch leicht zu verführen. Über das Thema Sucht habe ich ja schon eine andere Podcast-Folge gemacht. Das also zum Thema Ernährung.
Was hatten wir denn noch? Ah, die Pflege, Körperpflege. Ich meine jetzt nicht, dass du dir da teure Cremes ins Gesicht schmieren musst, aber es geht auch um das Thema Achtsamkeit, oder? Wie fühlt sich denn meine Haut an? Braucht sie jetzt vielleicht gerade ein bisschen Öl oder eine Creme oder sonst Zuwendung? Es kann auch sein, dass sie einfach etwas, zum Beispiel Trockenbürsten braucht oder eine Massage. Massage gehört für mich irgendwie auch zur Körperpflege dazu. Ich hatte sehr, sehr lange Rückenprobleme, massive Rückenprobleme und durfte einmal pro Woche zur Massage. Das war keine Wohlfühlmassage, muss ich dazu sagen. Das war eher schmerzerfüllte 90 Minuten. Aber es gibt auch schöne Massagen und die tun unserem Körper und dem Geist sehr, sehr gut. Kann ich also nur empfehlen, es muss ja nicht wöchentlich sein und es muss ja auch nicht was Teures sein. Vielleicht hast du einen Partner oder eine Freundin, einen Freund, der das für dich tun kann oder du massierst dich einfach selbst. Gewisse Körperbereiche kann man sehr gut selbst massieren. Hände, Füße, auch mal die Schultern, den Nacken. Man kann sich auch ein bisschen am Kopf massieren, was auch immer. Sei auch dort kreativ. Ich glaube, das ist auch Teil der Körperpflege, oder? Wenn man Körperpflege hört, denkt man immer so, ja, eben irgendwelche Creme für Tränensäcke oder ich weiß doch auch nicht was. Oder ganz, ganz banal, Duschgel oder solche Dinge. Nein, Körperpflege für mich geht jetzt dann auch in Richtung dieses Kapitel Liebe. Hat einfach auch damit zu tun, achtsam zu sein, was braucht mein Körper denn außen, nicht nur innen, mit den Dingen, die wir essen und trinken. Vom Trinken habe ich natürlich nicht gesprochen, aber es ist dasselbe Thema. Also nicht nur, was wir uns innerlich zuführen, sondern auch äußerlich. Gehört vielleicht auch das Thema dazu, was wir tragen auf unserem Körper. Tragen wir Stoffe, die mit Chemie behandelt sind? Hat das vielleicht, muss nicht, vielleicht auch Auswirkungen auf meine Haut? Das ist schon ein bisschen die Frage. Da versuche ich persönlich darauf zu achten, dass es etwas ist, wo ich dahinter stehen kann in Bezug auf meinen Körper auch. Genau. Also, und dann jetzt das große Thema Liebe, oder? Selbstliebe beinhaltet für mich eben auch die Liebe zu unserem Körper. Ich habe gemerkt, bei den meisten Leuten hapert es da. Vor allem dann, wenn man einmal krank ist oder irgendwelche sonst generell Beschwerden hat, Schmerzen jeder Art, oder wenn man ein, wie soll ich sagen, noch ein schlechtes Körpergefühl hat. Heißt, man denkt, oh, ich sehe irgendwie nicht gut genug aus. Man bewertet sein Aussehen. Das kannst du gleich schon mal vergessen. Also, jedes Model sieht ungeschminkt einfach auch schon mal ganz anders aus. Jeder weiß, die meisten Modefotos sind bearbeitet technisch am Computer und so weiter. Gewisse Fotos, die wir sehen, auch in Social Media und so, die sind einfach nicht real. Das ist ein Trugbild, eine Illusion, oder? Wieso also einer Illusion folgen? Ich trage schon eine Weile kein Make-up mehr. Ich wüsste nicht, wieso.
Ich habe es noch nie wahnsinnig extensiv genutzt, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich sehe keinen Anlass dafür. Und du wirst auch merken, je mehr du zu deinem inneren Licht kommst, je mehr wirst du dieses Licht nach außen tragen und je mehr leuchtest du. Und das sieht jeder, deine Ausstrahlung. Das kommt dann nicht darauf an, was du trägst, ob du geschminkt bist oder nicht, was für eine Frisur du hast. Du wirst herausstechen und strahlen, wenn du eben beginnst, dein Feuer zu entfachen und nach außen zu tragen. Also das ist schon mal Punkt 1 in Bezug auf den Körper lieben. Das andere ist eben, wenn er krank ist. Du musst wissen, ein Körper zeigt dir damit lediglich, hey, da ist etwas nicht in Ordnung, oder? Deshalb empfehle ich dir etwas ganz, ganz Wichtiges. Dein Körper ist nicht dein Feind, dein Körper ist dein bester Freund. Und behandle ihn dann auch so. Schmerzen sind immer ein Zeichen, dass etwas in einem Inneren noch gelöst werden darf. Krankheiten sind Ausdruck dafür, dass wir im Inneren noch nicht erkannt haben, dass wir immer heil und ganz sind. Also schenke deinem Körper die Liebe, die er braucht, damit er auch im Außen zeigen kann, dass deine Seele immer komplett heil und ganz ist. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg, alles Liebe und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn ich dir dann wieder etwas von mir erzählen darf, wie ich durchs Leben gehe. Und ich hoffe, dass es dich dann auch wieder inspiriert für kleine oder größere Veränderungen. Deine Leslie.